Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zum sechsten Teil. Schalten wir mal die beiden Produktionslinien zusammen. Ich möchte jetzt beide gleichzeitig benutzen. Gut, erst was ich machen kann ist, so, hier Signale. Ich muss das gar nicht auf die Greifer legen. Ich kann das auch einfach auf die Förderer legen. Ich habe dann hier so eingestellt. Wenn Eisen größer 0, dann soll der aktiviert werden. Pumpen wir es aus. Zack, Eisen raus. Und es geht los. Jawohl, kommt eine größere Menge. Da lag schon einiges hier auf dem Förderer hier rum. Und ja, hat also funktioniert. Sehr schön. Wenn ich jetzt beide benutzen will, dann muss ich einfach ein Teilerband nehmen. Das ist relativ einfach. Davon habe ich ja genügend mal erzeugt mir. Ich bin schon vorbereitet. Ja. Und die kann ich jetzt einfach durch den Tunnel, lege ich jetzt hier im Band hin, 1, 2, 3 und 1, 2, 3, grüne Signale, ich will das mit dem roten Signal jetzt nicht zusammenknubbeln, nach da gezogen, nach da, und hier habe ich ja schon so eine Signaltrennung gebaut, hänge ich einfach hier dran. Und jetzt hängen die an dem grünen dran und denen sage ich natürlich genau das gleiche. Hör mal zu. S größer 0. Dann arbeitest du. Du arbeitest bitte beim Kunststoff größer 0 ist. Und du arbeitest, wenn Eisen größer 0 ist. Oh, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Mal gucken. Alle Signale annehmen. Irgendwas dann weiterreichen. Ich klaue mal kurz das Eisen hier. Und es geht los. Eieieiei, da kommt aber viel rüber. Klar, hier im Tunnel liegt unheimlich viel Zeug rum und dieses Zeug wird dummerweise dann losgeschickt. Das kann natürlich der Greifer unmöglich nehmen. Wie kann ich das geschickter machen? Ja, ich kann das zum Beispiel dadurch geschickter lösen, dass ich sage, die Entscheidung treffe ich erst nicht nach dem Tunnel, ich treffe die einfach vor dem Tunnel. Ein bisschen Platz verschafft. Zack. Zack, grünes Netz. Den Mast. Den Mast fertig. Und dem sage ich jetzt hier S größer 0. Kunststoff größer 0. Eisen größer 0. Jetzt meine Tunnelbänder wieder. Wird die Entscheidung eben viel früher getroffen. Sollte funktionieren, ausprobieren. Kupfer mal nehmen. Klack, Kupfer weg. Ja, kommt. Viel kleinerer Schwall kommt. Und wie schon mal erklärt, wenn ich so eine Sortiererei mache, was nicht genommen wird, muss irgendwo hin. Das ist die Default-Kiste. Die Default-Kiste sammelt oben alles ein. Und wenn ich oben alles einsammle, dann denkt man sich so, das ist aber unklug. Muss ich jetzt wieder von hier aus da runter transportieren. Das habe ich mal vorbereitet. So, bin hier weg. Kiste weg, den hier weg, Kiste weg, habe ich alles wieder eingesammelt, ne, okay. So, probieren wir es mal aus. Also, ich brauche aus Gründen rote und grüne Signalkabel. Und ich brauche wahrscheinlich auch ganz dringend rote Platinen. So, und aus anderen Gründen brauche ich auch hier rote und grüne Signalkabel. Und ich brauche hier die roten Platinen bitte auch. So, beobachten wir das mal. Und das funktioniert, habe ich mir gedacht. Jetzt fahren etwas zu viele da. Kunststoffplatinen fahren einfach hier vorbei hier. Die fahren jetzt schön hier im Kreis rum, kommen hier unten an, gehen auf diesen Kreis hier und werden wieder einsortiert. Das heißt, Überschuss wird nicht einfach irgendwo hingepackt, sondern wird einfach dahin geschickt, wo er herkommt und wieder einsortiert. So eine Art Retour sozusagen. Gut, ne? Wollen wir noch ein bisschen forcieren hier weiter. Ne? So, mal gut. Ne? Nochmal. Alles weg. So, und auch wieder die Platinen, glaube ich, hier wieder. Die Platinen kann man eigentlich nie genug haben. Jetzt sehen wir, es ist echt was los. Und jetzt sehen wir ein Problem. Klar, ich muss mit einem Greifer zwei Linien hier versorgen. Die und die, das ist ineffizient, funktioniert richtig. Was mache ich also dann? Einfach, ich lege mehr auf.
Und gut ist. Es kommt da deutlich mehr rüber. Könnten jetzt noch immer filtern, stapelnde Greifer machen und sowas, aber muss nicht sein unbedingt. Beobachten wir noch kurz eine Runde. Also ganz positiv, sagt Überschüsse, nichts geht verloren, wird einfach wieder zurücktransportiert. Ja, und solange ich also Transportkapazitäten frei habe, ist das kein Problem. Sagt, in anderen Tutorials werde ich mal darüber nachdenken, wie man das optimiert, denn hier sehen wir das nächste kleine Problem. Ja, wir schieben die alle von draußen auf Ring und das heißt, hier haben wir doppelt so viel Platz, wie wir eigentlich hier jetzt zur Verfügung stehen. Wird zwar alles wegsortiert, ist eine reine Frage der Zeit. Hier oben bin ich schon mit der Produktion fertig. Nee, hier bin ich mit der Produktion fertig. Die roten sind auch bald fertig. Und es staut sich das ganz übel hier. Naja, das kann man natürlich geschickter machen. Man muss uns immer klar machen, wenn wir so einen Rückstau produzieren, wer weiß, wo das dann hinterher wieder behindert. Ne? Ja, das war's für heute. Ne, was haben wir wieder gelernt? Ne? Wir haben zwei Signalkabel, grüne und rote. Und mit denen können wir dann schön verschiedene Sachen auch steuern. Mit diesen Teilerbändern kann man wunderbar auch zwei Sachen versorgen. Dass das noch optimierbar ist, ist offensichtlich, sieht man hier an diesem Stau, der jetzt hier nach und nach entsteht. Da ließ sich einiges machen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ciao.